Al Gude und herzlich willkommen zur Palio, Pali, Pali, Palia, Palio, Palia, Closed, Beta, Palia, Palia, Palia klingt gut. Genau, so, wir sind ganz am Start, ganz am Anfang und erstellen unseren Charakter. So, Großer, was machen wir? Männlein oder Weiblein? Männlein, alles klar. Dann kommen wir hier mal. Oh ne. Nicht meine Frisur. Egal, wir gehen mal auf Fortfahren. Ja? Das sollte ein Junge sein. Aber wir gucken einfach mal. Wir gehen mal weiter. Man kann das natürlich noch anpassen. So. Wir uns hier erstmal ein schönes Gesicht aussuchen. Das? Okay. So? Was? Mir egal. Das hier? Die Augen. Was nehmen wir dann für Augen? Grün? Grüne Augen? Alles klar. Acht Chat. Hey. Oh. Odo. Hey. Okay. Aber ich nehme ihn leider mit der Frisur noch nicht so wirklich ernst. Brauchen eine andere Frisur, definitiv. So, lass mal gucken, guck mal. Hm, ich glaube, hier, die könnte gut passen, ne? So? Da gibt es die. So eine. Die? Oder so eine? Okay. Was für eine Mehrfarbe hättest du denn gern für die? So wie es jetzt ist? So? So, dann Sekundärfarbe. Hm? Ne, das sieht jetzt aus. Nee. Dann bleiben wir hier bei dem. Der Kirsche. So? Ja. Okay. Dann Augenbrauenfarbe. Ja. Nein. Ja, dann bleiben wir hier bei Braun. Und. Alles klar. Das sieht doch gut aus, oder? Gut, was haben wir denn hier noch? Gesichtsmaske. Wir können uns eine Brille aufziehen. Ah. Oberteile. Wir können uns ein Oberteil aussuchen. Welches? Das hier? Das? Oder das? Nein, keine Röcke. Das? Ja. Okay. So? So? Oh, wobei mit dem Braun sieht auch gut aus, oder? Ja, komm auch. Das hier? Perfekt. Bei das und bei der Hose. Dann nehmen wir es in grün. Das passt, glaube ich, ganz gut zusammen, so, oder? Ja. So? Mhm. Alles klar, was sind die? Da noch? Nein. Oh, keine angemalten Wimpern? Nein. Nein? Okay, dann gibt es kein Make-up für uns. Alles klar. Dann. Akzeptieren wir es so? Ja. Alles klar, ab geht's. Nachdem du deinen Charakter erschaffen hast, kannst du Körper, Gesicht, Hautton, Augenfarbe oder Stimme nicht mehr verändern. Diese Funktion wird erst in einem zukünftigen Spielupdate eingeführt. Ah, bestätigen. Alles klar, ab geht's. Name, Einmal. Vollständiger Name. Wähle einen einzigartigen Namen. Er ist einzigartig. Gib deinen Spitznamen ein. Spitznamen. Okay. Fortfahren. Erstellen. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. So, dann nimmst du jetzt mal die Kopfhörer und hörst zu. Und ich gucke jetzt mal, was hier so abgeht. Okay. Ich glaube, ich musste tatsächlich noch ein bisschen lauter machen.
So. Und erzählen die da was? Nein. Oh, mein Drache. Ist nicht so. Deutsch. Naja, es steht ja auf Deutsch da. Trotzdem. Nein, danke. Fortfahren. Bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eher aus einem spiralförmigen rosa Leere. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh, hier zu sein. Nun, ich bin hier, nicht wahr? Ganz oben, würde ich sagen. Stimmt, du wirst sicher nicht mehr über deine Situation wissen als ich. Es ist nur so, dass die anderen Menschen es auch nicht wussten, womit wir wieder am Anfang stehen. Andere Menschen? Ja, du bist nicht der erste Mensch, den ich in Palia gesehen habe. Das erste Mal, dass ich in einem riesigen Lichtkokon auftauche. Wir sollten langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kann. Der hat andere wie dir geholfen, sich anzulegen. Ich würde dir ja selber helfen, aber ich arbeite hier an etwas und ich bin so kurz davor, es herauszukommen. War so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Gina. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese Ruinen. Das hier ist meine Forschungsassistentin Hekla. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne fragen. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Alles klar, wir bewegen uns mit WASD. Gucken wir der Maus umher. Perfekt. So. Muss ich direkt mal hier reingehen. Mal die Kampflautstärke. Bisschen runterdrehen. Auffahren. So. Wir müssen Ashura in Kuchen. Dann laufen wir da jetzt mal hin. Mit Lift kriegen wir. Okay. Hier springen wir. Ah, da rennen wir. So rum. Guck. Und hier wird geklettert. Nein. Ja. Ich glaube, bis zu. Jetzt laufen wir da. Jetzt kommt wieder der Zelda-Buch hier. Ja, dann lass uns mal in die Stadt laufen. Ups, da ist na dann, ab geht's. So, was müssen wir hier machen? Weiß man, wissen wir noch nicht. Dann gucken wir einfach mal. Open Beta, da können wir dann zusammen spielen. Startet am 10. August. Willst du auch spielen? Ja. Ja. Hier oben guckt erstmal ein Radar. Wo wir da hinlaufen, wo das Männchen ist. Dann laufen wir jetzt einfach mal da runter. Nein, wir laufen schon den Weg. Quer durch. So. Da ist der Stadteingang.
wir hier langlaufen. Ruhig. Ach was. Irgendwann werde ich es auch hören, wenn ich meinen eigenen Kopfhörer wieder habe. Nein. So, wir müssen da vorne hin. Ins Gasthäusel. Herzlich willkommen in Kilima. Das ist sicher ganz überwältigend für dich. Ich bin Ashura, die Gastwirtin. Ormus Horn. Leider ist im Moment kein Zimmer im Gasthaus frei. Dafür gibt es aber im Nordosten ein paar alte Grundstücke. Dort kannst du ein Zelt aufstellen. Wie wäre es, Lust auf ein lauschiges Plätzchen in der freien Natur? Es gibt nichts Besseres, als unter dem Sternzelt zu schlafen. Ich stehe nicht so aufs Zelt, ich bin nur froh, einen Platz zum Schlafen zu haben. Ganz oben. Ganz oben? Ja. Ganz oben, perfekt. Der Nachthimmel hier ist wunderschön, er wird dir bestimmt sehr gefallen. Oh. So, mal schauen, wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Ich habe hier eine Axt für dich, aber wegen der Hacke musst du mit dem hiesigen Bergarbeiter Odari sprechen. Du hast Glück, denn es sieht gerade nach einem Grundstück. Nimm einfach den Weg in Richtung Nordosten, den Hügel hoch. Hier, ich habe dir die Stelle auf deiner Karte markiert. Falls du dich verläufst, kannst du gerne hierher zurückkommen, dann lösen wir dein Problem. Be safe out there. Klar. Lass uns jetzt mal... Jetzt R drücken. Da ist doch nichts. Oh, doch, das. Hacke. Axt. 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 Gut. Axt. So. Das sieht voll schön hier aus, ne? Jetzt endlich Holz. Wir haben nicht viel Zeit. Stimmt, gibt bald Abendessen bei uns. Na gut. Wir müssen vermutlich hier hoch. Weg wieder zurück, wo ich sah. Probier mal die Bäume zu. Hier darf ich noch. Wir gehen erst hier rein. Jetzt wird... Mal hier. Aber auch alles so Spitzohren. Vielleicht sind es pinke Elfen oder so. What is it? Es geht voran. Es ist aber noch viel Müll übrig. Oh, hi. Odari Pavel von Pavel Mining. Was kann ich für dich tun? Ashura hat mich wegen einer Spitzhacke geschickt. Du kannst mir sagen, wie du deine Bizeps bekommen hast. Ich bin hier richtig. Hallo, ich bin Iltek. Das Oberste, oder? Ja, das ist auch. Ja, richtig. Ashura hat mir einige von euch Neulingen zu mir geschickt. Das ist der Grund, warum ich diese Campingplätze auf ihre Unversehrtheit überprüfe. Ich will nicht, dass ihr alle im Schlamm begraben werdet. So wie aktuell in Backen. Voller Schlamm und Regen. Dies hier ist sogar schon bezugsfertig. Wenn du ihn haben möchtest, brauch nur ein bisschen mehr Arbeit. Ich sehe, hast du schon eine Axt. Hier, nimm auch diese Hacker. Es ist immer gut, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe zu haben. Benutzen sie beide, um diesen Schutz zu beseitigen, ja? Mininin hat Hunger bei der Arbeit, also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. You're still here, okay, huh? Jetzt kommt dein R. Halte R gedrückt, um das Werkzeug gerade zu öffnen. Dann kann man die verschiedenen Tools auswählen. Ja. Wie ich das mache? Klar, so, ne? Lass mal gucken, was müssen wir jetzt machen? R drücken. R drücken. Auf 2 machen. Hier auf 2. Jawohl, warte. Nein, ja. Was können wir hier? Bam. Ah, das müssen wir gar nicht machen, guck mal hier. Aber wenn man da essen da im Wallheim guckt, wo man das. Ja, genau. Nein, wir brauchen jetzt die Spitzhacke.
Dann müssen wir das hier abbauen. Doch hier. Ja, alles klar. Dann tauschen wir mal kurz. Ich behalte Kopfhörer drauf. Ja. Ist okay. Dann musst du. Hier. Du musst diese Steinteile da, die Fundamente da auf der rechten Seite. Ja. Ja. Da gibt es einen Bergmorchel. Ein Pilz. Jetzt musst du noch so ein Fundament. Guck mal, da rechts war noch so ein Fundament. Ach, das sah so aus. Guck mal, ob du das mit der Hacke da. Mit der Axt machen kannst. Da brauchst du einfach nur gedrückt haben, genau. Ah ja, jetzt musst du zu dem zurück. F drücken. Genau. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Ich habe dieses seltsame Ding gefunden. Und was jetzt? Machen wir das Oberste. Verwirrt. Ich habe eine Menge seltsamer Dinge in der Mine gefunden. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Wer es findet, dem gehört es. Ist ja schließlich dein Grundstück. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, um diesen Arbeitstisch abzustellen. Schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über dem Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ja, würde ich auch sagen. Alles klar. Ciao. So, Action Bar is full. You can scroll to Action Bar using das. Ja. Ja, okay. Back to it. Platziere deine Werkbänke. Alles klar, jetzt baue erstmal das hier schon platzieren. Guck mal, dreh die aber nochmal mit Q und E. Stell die mal an den Zaun da irgendwo hin. Ah, damit. Da. Genau, perfekt. Jetzt musst du erstmal Holz abbauen. Nee. Arbeit. Das, wovor du dich so gerne drückst, gell? Und wie geht's eigentlich? Das mit der Hausarbeit auch immer so gut funktionieren würde wie in den Spielen, gell? Das ist gut gemacht. Hast du alles, was du brauchst? Ja. Okay, jetzt hast du ein Zelt. Ich bin mir da halt auch ein Zelt her. Gott, was ist das? Ich glaube, da musst du erst noch ein bisschen aufräumen, dass das dahin passt. Ich würde es direkt so machen. Nein, okay. Das machen wir nicht. Räum mal noch ein bisschen auf. Drück mal Escape. Oder so. Mal noch ein bisschen abbauen. Holz. Okay. Zum Glück haben wir noch genug Holz da rumstehen. Jetzt so noch nicht gesehen. Aber guck mal, ob du jetzt eine Kiste bauen kannst. Na jetzt, wo willst du hinstellen?
Mit F kannst du es öffnen. Genau, jetzt kannst du das Zeug, was du übrig hast. Genau, kannst du auch reinschieben. Da ist nur altes Ding, das musst du mal noch behalten. Ja. Gerade das Item. Aber was ist das? Gemischtwarenladen. Weiß ich gar nicht. Na gut, lass mal. Kann man das sagen? Auch nur da. Aber ich glaube, jetzt kannst du dein Zelt platzieren, oder? Oh ja, cool. Ja, das sind die Fertigkeitsstufen. Also je länger du was benutzt, desto mehr steigt deine Fertigkeit. Auch nicht schlecht. Ist es so wie im Valheim, wenn man stirbt, verliert man das. Oh je, ich weiß gar nicht, ob man da sterben kann. Ich habe keine Gegner. Nein. Wie lange war das? Kannst dann später, so wie ich es gesehen habe, Wölfe jagen oder sowas, aber muss man mal gucken. Jo. Und ja, wow. Na, immerhin, immerhin ein trockener Ort. Oh, jetzt? Was steht als Quest? Talk to Oni, when he visits your flot. Da steht's. Der oder die. Oni. Puh, so ein Glück, du bist noch nicht weg. Da meine Mutter Delaila hat mir erzählt, dass es einen neuen Menschen in der Stadt gibt und hier bist du. Ich bin den ganzen Weg von der Farm hierher gelaufen. Sie wollte, dass du dieses Einweihungsgeschenk bekommst. Willkommen bei Kilima. Und ich wollte, dass du deine Post bekommst. Ich bin Oni. Ich kümmere mich um alle Lieferungen hier. Zweimal am Tag, jeden Tag, ob Regen oder Sonnenschein, um 6 Uhr morgens und um 6 Uhr abends. Eins ist sicher, meine Arbeit wird gleich viel interessanter werden. Magst du Post? Du siehst aus wie jemand, der gerne Post bekommt. Ich liebe es, Post zu bekommen. Das Aussehen kann täuschen. Mhm. Sehr gut, dann wirst du ja mit dem zufrieden sein, was ich für dich habe. Los, schau mal nach. Das ist deine erste Postlieferung, deine allererste. Eine Butter. Gotta head home soon. Da ist die Verkaufsbox. Da kannst du Sachen reinlegen, die werden dann automatisch verkauft. Das ist dann so wie in Stardew Valley, dieses Bauernspiel. Erinnerst du dich? Jetzt kannst du die lesen. So, da kriegst du jetzt eine Angel. Seid gegrüßt. Da unten links kannst du auf die Angel klicken. Brauche ich. Und dann noch die andere Post. Komm das. Die andere Post. Oh. Ein Bogen. Da ist noch was. Als gelesen markieren. Gut. Stopp. Du musst jetzt nochmal mit ihm reden. Bitte. Rüste deinen Bogen aus und halte gedrückt, also linke Maustaste, um einen Pfeil zu ziehen. Denke daran, in einem Winkel zu schießen, um weit entfernte Ziele zu treffen. Kreaturen fliehen, wenn du sie verfehlst oder sie nicht mehr mit einem einzigen Treffer tötest. Die Verfolgung von Kreaturen ist ein wesentlicher Bestandteil der Jagd. Bei einem höheren Level wirst du die Auswahl haben, andere Pfeile zu nutzen. Dann kannst du deine präferierten Pfeile auswählen. Von jagbaren Kreaturen lassen sich wertvolle Materialien für die Herstellung erhalten. Alle Spieler, die helfen will zu erlegen, erhalten Beute. Ja, cool. Hi, hi, hi. Ha, ha. Na, wie lebst du dich ein? Dieses Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich gutes Zeug in der Erde finden. Mein Papa hat letzte Woche eine alte Kupferfallspitze in unserem Garten gefunden. Ich finde aber nichts außer Steine. Naja, ich habe dieses seltsame Artefakt gefunden. Bild an seltsame leuchtende Röhre. Oberste, hm? Oh, wow, was kann das? Keine Ahnung. Ich wette, China könnte etwas wissen. Sie treibt sich immer in den Ruinen herum. Frag sie, ob sie sowas schon einmal gesehen hat. Oh ja, das hätte ich in der ganzen Aufregung ja fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ein offizieller Gürtel der Burg Scouts, der Bug Scouts und auch ein Satz Rauchbomben. Ich bin Mitglied des Kilimas besten einzigen Käferfangverein.
Jetzt muss ich aber, wenn du nachher vorbeikommst, verrate ich dir, wie du sie einsetzt. Aber ich wette, du bist jetzt hungrig. Du solltest mit meinem Vater Badru sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Und Red, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Perfekt. Weißt du, alle warten darauf, dich zu treffen. Komm schon, wir machen ein Rennen. Bye-bye. Ja, ich weiß nicht, der rennt irgendwie in die falsche Richtung. Ja, du musst wieder da zurück, genau, durchs Tor. Alter, und was hier alles drin ist. Da ist genau gar nichts. War voll cool, da kommt dann kein Spieler hin. Das ist dann so wie deine Wohnung. Und überall außenrum kommt andere Spieler. Genau. Und kann man seine Freunde, wenn man rauskommt, außenrum einladen? Ja, das sollte gehen. Cool. Was mit dir los ist. Ja, dann. Ich sagte, quer durch und runter. Gott, ist da. Ganz genau. Ja, voll an der Lampe stehen geblieben. Mir auch irgendwie live passieren können. So, dann müssen wir jetzt hier einmal links rein. Schmied. Da links. Da links. Nein, da links in das Haus. Nein. Rechts. Rechts. Mach einfach. Bier. Bier, ja klar. Can I try my world famous soup? Oh, hey. Du bist einer der Neulinge, richtig? Mein Name ist Rev. Manche sagen aber auch, da kommt Ärger, wenn sie mich sehen. Ich bin nicht nur ein schlechter... Was? Ich bin nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern Zauklimia auch mit köstlichen Suppen und Eintöpfen hier in Ormus Horn. Ja, dann sehe ich eigentlich gar keinen Nachteil drin. An was? Da sagt er, schlechte Nachricht, ihn zu sehen. Aber ich sehe gar keinen Nachteil. Achso, ja, dann ist doch gut. Okay. Kannst du mir das Kochen beibringen? Musst er laufen lernen, bevor du... Es sei denn, du bist ein Fisch, aber ich bin mir zu 97% sicher, dass du ein Mensch bist. 95%? Zu 97%. Los. Warum fängst du nicht damit an, ein Lagerfeuer für deine Wohnung zu machen? Sobald du die Pilze wie ein Champion gegrillt hast, fangen wir mit den komplizierten Sachen an. Champion. Champion. Ja? Pilze wie ein Champion gegrillt. wenn du nicht für den Rest deines Lebens in einem Zelt festsetzen willst, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mit Kenley zu reden. Er ist der Bürgermeister, aber hey, ich werde so oder so nicht urteilen. Ich hab keine Lust. Mit meiner Gemüsesuppe kann man zwar nie etwas falsch machen, aber ich kann auch den Fischeintopf empfehlen. Könnt ihr die zusätzliche Stärkung verleihen, die du brauchst, um den perfekten Fang an Land zu holen? Alright, break's over. So, jetzt musst du, mit wem musst du jetzt reden? Why, hello there! Ein freundliches neues Gesicht, das ich noch kenne. Ich bin Badru der Bauer und spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Ich habe schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-Up-Comedian bin. Kannst du mir in der Gegend des Gartenbaus beibringen? Die Grundlagen? Ah! Du bist hier richtig, wenn du dich für frische Ernte begeistern kannst. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Echt? Kennen uns doch noch gar nicht. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Das war nur ein Scherz. Das Leben auf dem Bauernhof ist toll. Vor allem, wenn man den Geruch von Ormu-Dünger am Morgen liebt. Ich gebe zu, das ist...
Ich sag dir was, wir können uns später auf deinem Kunststück. Ich zeig dir die Schritte. Sieht aus, als wärst du bereit, bei Ken Lee vorbeizuschauen. Er ist unser Bürgermeister, also wird er dir ein neues Haus besorgen. Wie kann das ein Zelt gebaut? Nein, es ist halt ein Haus. Guck mal, auf der anderen Seite, was war denn das andere da? Das Relikt, genau. Ah, gar kein Bock. Ein Bürgermeister? Warte, schon mal Bogen ausrüsten. Soll ich dir erstmal einen Bürgermeister geärgert? Nein. Bist du auf? Ah. Ich glaube, der ist oben. Ah. Räuben von Insekten. Oh mein Gott, da kann man Insekten. Was machen? Ah, was machen? Geh doch erstmal mit dem Bürgermeister reden. Oh, er hat auch seinen Bogen ausgerüstet. Have you seen my head? Seid gegrüßt, mein Name ist Kenny Bahari. Der erstgeborene Sohn des verstorbenen Kenshu Bahari, dem 118. Herzog des Bahari-Provinz. Und Bruder von Kenguran Bahari, der derzeitige Herzogin der Provinz Bahari. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes und das ist mir eine große Freude und Ehre, dich bei uns willkommen zu heißen. Ja klar, ich wollte mal wegen eines Hauses nachfragen. Ein Haus? Und du fragst mich? Nun, ich persönlich habe meins geerbt. Hast du das schon mal versucht? Ich will mein eigenes bauen. Oh, richtig, ja, natürlich, weil du gerade erst eingezogen bist. Das Grundstück wurde nicht mit einem geliefert? Egal, ich bin sicher, ich habe den Papierkram hier irgendwo. Gib mir nur einen Moment. Oh nein, wo ist es? Ich werde euch was sagen. Geh und finde Tisch, unseren ansässigen Tischler. Ich bin sicher, dass er sich freuen würde, Ihnen ein paar schöne Möbel zu besorgen, während ich diese Formulare suche. Don't tell Asher you saw me. Na dann. Jetzt. Bam! Hi, willkommen im Tal. Ich heiße Tisch und führe den Möbelladen. Bist du neu im Dorf oder nur auf der Durchreise? Ich bin gerade erst eingezogen. Alles ist so aufregend, aber auch hart. Als mein Bruder und ich aus der Stadt hierher gezogen sind, hat es ein kleines Weilchen gedauert, bis wir uns angepasst haben. Naja, klein ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen übertrieben. Ihr guckt auch ein bisschen strange. Aber wenn du Hilfe mit den Bewohnern brauchen solltest, kannst du mich gerne fragen. In dieser Gegend bin ich als diejenige bekannt, die selbst mit den schwierigsten Persönlichkeiten gut auskommt. Was ist denn eigentlich strange? Komisch. Mensch. Seltsam. Funny. Lustig. Nee, lustig sah sie nicht. Lustig und cool. Oder, ach, keine Ahnung, wo kam ich? Kenley schickt mich. Ich bin so froh, dass du hier wohnen wirst. Ich habe versucht, mir ein gutes Willkommensgeschenk auszudenken. Als mir klar wurde, dass ein Haus ohne Möbel nicht wirklich ein Zuhause ist. Hier sind ein paar einfache Rezepte, mit denen du anfangen kannst. Wenn du müde bist von all der harten Arbeit, warum baust du dir nicht ein zum Sitzen oder einen Tisch, an dem du essen kannst? Mein Freund Shell hat darauf bestanden, dass sie auch eine Garderobe haben. Er ist Schneider und sagt immer, dass man, wenn man gut aussieht, fühlt man sich am besten. Nice chatting with you. Ab geht's zurück zum Haus. Belegkammer, oder? Sonst.
Hey Iltek, schön dich wiederzusehen. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wirklich? Was denn? Oh wow, das ist unglaublich. Das ist wirklich eine uralte Strömungsbatterie. Das waren die Energiequellen für die alten Menschen. Ich habe schon überall nach so etwas gesucht. Und du sagst, du hast sie in einem Haufen Müll gefunden? Obwohl. Muss wohl schicken. Ja, mach, was du willst. Na, heute ist definitiv mein Glückstag. Könnte ein bisschen. Was denn? Schönes Wetter, mal Sonne draußen und kein Regen, gell? Man direkt mal das Fenster ein bisschen aufmachen. Musst du aber lesen. Und es könnte ein bisschen dauern, bis ich herausfinde, was. Ich werde Ihnen einen Brief schicken, sobald ich etwas weiß. Naja, wir haben halt außerhalb unser Grundstück, ne? Ja, zum Glück haben wir jetzt keine Wartezeit, ne? Da ist er wieder. Ah, nein, nicht der schon wieder. Carrot for some seeds? Schön, dich wiederzusehen, Frühlingsbohne. Hier sieht es schon ganz anders aus. Ich dachte, du wärst noch mit dem Aufbau eines Zeltes beschäftigt. Das ist eine tolle Arbeitsmoral. Arbeitsmoral ist mein zweiter Vorname. Sonst gibt es ja nicht viel zu tun. Ich mag es, wenn es heimlich ist. Echt? Arbeitsmoral ist dein zweiter Vorname? Ja. Ehrlich? Ja. Ah. Das heißt, wenn sie dich erst einmal kennengelernt hat, sie ist ein bisschen stachelig bei den neuen Leuten. Von dem ganzen Baumfällen Erz ausgraben knurrt dir bestimmt der Magen. Tja, wenn du ein bisschen Geduld hast, kann ich dem abhelfen. Ja. Hast du Hunger, gell? Wir tun auch gleich Abendessen. Dann machen wir später mit dem Stream weiter. Glücklich gärtnern. Man muss nur ein paar Sonnenzyklen abwarten und voilà, ich war noch nicht fertig mit Lesen. Ich weiß, es klingt nicht aufregend, aber glaub mir, nichts schmeckt besser als eine Karotte, die man selbst hat. Ich habe alle Werkzeuge, die du brauchst, auch hier. Na los, warum lässt du das Kunststück nicht einfach fallen und schaufelst es ordentlich durch? See you later, hot potato. Attenbau. Ada. Ja, aber alles kaputt. Echt? Cool. Wow. Ja, aber cool. Nee. Guck mal, was du da alles bauen kannst. Oh nee. Ah, so viel doch. Ja, Lagerfeuer. Was willst du da machen? Anbauen jetzt. Hör zu in die Ecke. Doch. Noch eins bauen? Oh, noch ein bisschen neben dran. Oh, das macht direkt. Okay, alles klar. Das snappt sich da dran. Und jetzt? Kannst du da jetzt was einpflanzen? Eine Hacke? Komm. Boah, echt? Ah ja, okay. Musst du alle Felder durchgehen. Oh, ist ja lustig.
fest. Ah, das ist der war jetzt fertig. Ja, der andere war fertig. Der auch. Ja. Okay. Machen. Ich finde es voll relaxed. Auch fertig. Dann ist es mal ein 3x3 Feld. Hey there! Sie fragen sich vielleicht, was sie als nächstes tun. Leider pflanzen und gießen sich die Samen nicht von selbst. Du wirst ein paar von diesen bösen Jungs brauchen, betrachte sie als Anweisungsgeschenk. Sobald die Samen in der Erde sind, gehst du zum Teich, füllst die Gießkanne und badest die Erde. Können ein paar Sonnenzüge und ein paar Eimer Wasser brauchen, aber vertrau mir, das Warten wird sich lohnen. Einige Dinge, die du pflanzt, können Auswirkungen auf die Samen in ihrer Umgebung haben. Karotten und Zwiebeln zum Beispiel verhindern, dass Unkraut in der Nähe wächst. Wenn du mehr Samen benötigst, kannst du dir bei Izaki welche kaufen oder holen. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen, Nachbar. Es wäre witziger gewesen, wenn ich dir Weizensamen gegeben hätte. Ich muss an meinem Material arbeiten. Looking forward to our next round. Okay, so. Jetzt. Gibt's ein Bett? Schon eins gesehen? Hab noch keins gesehen. Dann ein Lagerfeuer. Jetzt pflanzt bitte erstmal kurz die Zwiebeln. Oder die Karotten. Was sind sie dann? 4. Wie pflanzt man die jetzt? Ah, so. So cool. Okay, gehen wir weiter zurück. Noch ein paar Zwieblis. Und ja, warte mal, wo kriegen wir denn das Wasser her? Jetzt musst du da hinten. Nimm noch mal die Gießkanne jetzt. Da links, ja. Ja. Cool. Und jetzt ist da hinten war, glaube ich, ein Teich. Da kannst du hinlaufen. Nee. Gehen wir weiter. Nee, rechts. Rechts lang. Aus deinem Haus raus, vorne. Kommst da nicht drüber. Ach, kommst du. Irgendwo da rechts. Hinten war Wasser. Guck mal. Kannst du jetzt die Gießkanne füllen? Mit R drücken, oder? Aha, okay. Jetzt ist sie voll, jetzt kannst du zurückrennen. Da wäre auch noch was gewesen, okay. Mehr als dahin. Und dann kannst du jetzt hier. Das ist ja lustig. Lustig. Perfekt, fertig. So, warte. Jetzt hat er mir die Hand. Was brauchst du das? Fünf sogar. Wie viel, was brauchst du noch für ein Feuer? Noch ein bisschen Holz. Das ist mir. Ja. Okay. Leute,
Naja, hast bekommen, das müsste reichen. So wird halt auch eine Lagerfolge. Ja, ja, genau. Bam, 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 bam. Ja, bauen. Das Coole ist, mit dem Crit da auf dem Boden, da kannst du relativ gut die Sachen platzieren, gell? Also mit den kleinen Vierecken da. Oh, wir haben sogar Pilze. Ja, dann lass mal Pilze grillen. Fokus. Ja, ich glaube, das sind die Punkte da oben links. Ah, oh, cool. Lass mal gucken, ich will mal gucken, wie das aussieht. Warte, irgendwie machen. Warum? Besser. Noch mehr. Ich weiß nicht, ob das Essen schlecht wird. So, jetzt guck mal, ne, dass es verkohlt. Weil haben verkohlt ja auch das Essen. Das habe ich schon. Hast du schon mal bekommen, geschenkt bekommen, ja. Gell? Ja. Hallo. Nein, einmal klicken. Einmal eins. Gedrückt halten wir eins. Okay, egal. Ja, werden wir noch. Ich wollte verhungern. Ah, nochmal Pilze grillen. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Klick Rechtsklick. Jetzt. Ja. Fokus erhöht deine gewonnene Erfahrung ganz gleich aus welcher Quelle und regeneriert sich, wenn du isst. Aha. Erhöht also deine Erfahrung. Vielleicht würde ich mal sagen, ich brauche mal ein bisschen Geld für ein paar Samen. Nee, jetzt. Nee. Lass das mal. Guck mal, wir müssen einen Stuhl bauen, wir müssen einen Tisch bauen und eine Garderobe. Stuhl. Ich hab's nicht gesehen, du warst zu schnell. Na, immerhin, einer hat's. Bau einfach mal ab, komm, weil wir brauchen so oder so einen Stuhl und einen Tisch und eine Garderobe. Wenn ich auf das Zelt hauen. Ja, ich muss dann jetzt zuerst verbessern. Das funktioniert dann doch noch. Großen Bäumchen. Ich hab da auch ein Spiel. Draußen werden? Nee, noch nicht. Na cool. So, guck mal, was du da jetzt, ob du schon was bauen kannst. Da. Nee, du musst doch nicht gehen. Das? Ich glaube, ein Schrank, irgend so ein Pfosten oder ein Latte. Das ist irgendwie so der Fehlstatue. Ja, keine Ahnung, such dir was aus. Ah! Bücherregal. Was soll das?
Aha. Esstisch. Kommen wir, oder? Ja. Ein Esstisch. Und eine Garderobe. Oh, ein Bett. Bett. Ah. Autsch. Was ist das? Aus dem Bett, gell? Ah. Oh. Geh nochmal drauf. Guck mal, da unten die Garderobe. Blockhaus-Garderobe. Das muss noch Holz sammeln. Aber guck erstmal, ob du einen Stuhl platzieren kannst. Du kannst erst noch die Garderobe bauen und dann alles auf einmal platzieren. Okay. Mal platzieren. Belohnung. Was immer das ist, warte. Ja, okay. Danke schon. Erst uns in der Karte, die Quests, Gemeinschaft, Logo und die Erfolge. Ah ja, da alle Käfer holen, das werde ich so hart machen. Das ist so machen? Käfersammler. Aber wie lang geht eigentlich die Dinge? Die kann ich jetzt spielen bis zum 10. August, wenn alle anderen dann auch spielen dürfen. Also wurdest du extra dafür ausgewählt? Ja, ich habe eine Einladung. Da meine Mail, konntest du dich anmelden. Gemacht, ich hatte auch schon vor 2 Wochen, oder wann das war, in der Alpha Beta Festgedöns damit gemacht. Gut, dann kannst du den ja mal in dein Zelt stellen. Das ist ein Bett. Na dann. Blockhüttenbett. War das schon bauen, das Blockhüttenbett? Sehr cool. Nein, natürlich nicht. Was ist denn das? Ja, ich will angeln. Ich will diesen süßen Fisch. Ich will diesen. Auf, dann stell das Zeug jetzt mal an deinen. Ah. Nein. Nein. Kannst das Zelt umstellen. Nein, das ist was im Weg. Dann drück Escape. Okay. E4. Nicht im Besitz. Oh, da sind ja aber coole Sachen dabei. Ah. So, dann mal noch den Tisch platziert. 18. Ist etwas im Weg? Achso. Jetzt noch den. Mal den ein bisschen drehen? Ah ja, guck mal, andere Richtung. Oh, ja, so, sieht auch gut aus. Hallo. Perfekt. Aber sitzen kann man nicht drauf. Ist ja doof. Na, guck mal da, der Dude steht direkt vor der Tür. Henley, wunderbare Neuigkeiten. Ich habe die Formulare unter dem Bücherregal im Archivraum gefunden. Sie sind auch nur ein bisschen zerknittert. Wenn Sie hier, hier und hier unterschreiben, kann ich Ihnen die Blaupausen besorgen. Schreiben. Ja, und hier auch. Oh, und hier. Hm? Ich schlage vor, dass Sie den Rahmen so schnell wie möglich aufstellen und mit dem Bau beginnen.
Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich glaube, es ist dann Zeit für eine Pause. Das glaube ich auch. Ich würde sagen, wir gehen ins Abendessen. Ja. Wir kommen wieder. Lockhüttenhocker. Na gut, eine Fackel geht noch. Wird ein bisschen beleuchtet. Aha, okay. Aber nicht in das Zelt, gell? Doch. Nimmst noch dein Zelt ab. Na, dann Ausdauer. Dein Fokus, so rum war's. Nee, musst du nicht. So, du wolltest jetzt bauen. Du wolltest eine Fackel bauen. Autsch, das ist... Irgendwie so eine Kommode, so ein Beistellschrank, ne? Was war das? Blockhauspflanze, okay. So, jetzt die Fackel noch aufstellen. Die 8. Ich glaube, die geht generell nicht drin. Außen. Wow, cool. Ultra viel Licht. Ja, ja, immerhin. Definitiv. Um 3 Uhr morgens. Ach, so ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So, jetzt tauschen wir den Stuhl wieder auf. Los. Nein. Los jetzt. Abflug. So, aber ich denke, für den ersten Einblick hier in Palia war es ganz cool, oder? War lustig. Ja. Macht's Spaß? Ja. Wollen wir es dann mal im Korb später spielen? Ja. Ja, perfekt. Gut, dann gehe ich jetzt wieder hier rein. Und, nee, ich brauche so eine andere Pose. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch da draußen noch eine gute Zeit. Bleibt also, gesund. Macht's was? Warte mal. Was ist das? Das ist halt hin. Oh. Das ist irgendwie eine Windmühle. Das ist so ein kleines Modell, was ja, da ist. Ja, das sollte auf mein Tee. Kann man das jetzt wieder aufheben? Nein. Ah. Ja, entfernen. Drück mal entfernen. Wo denn? Ach, da. Ja. Perfekt. Ja. Wo ist es jetzt? Da. Meinst du, das kann man da jetzt hinstellen? Ja. Achso, Rechtsklick, gell? Was? Ja! 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 Party! Ah, jetzt komm du um die Ecke. Aus. Ja, bisher ganz chillig eigentlich. Das Spiel macht Spaß, aber ist halt nur so ein bisschen mit hier abbauen und ja, natürlich. Das musst du akzeptieren. Bisschen Harvesting, bisschen Crafting. Du musst mal wieder etwas essen. Mal wieder was essen. Uns hier nochmal ein paar Steine abbauen. Du musst wieder was essen. Eigentlich wollte ich ja Schluss machen. Ich wollte ja Abendessen jetzt. Oh, jetzt höre ich auch mal ein bisschen Musik. Toll. So. Du musst jetzt mal etwas essen. Ja, ich esse ja was. Was esse ich denn? Die 1 esse ich. Rechts. Ja. Nein, nicht so viel. Jetzt habe ich deine ganzen Pilze gegessen.
ganzen Pilze weggefuttert. Guck mal bitte, ob du da angeln kannst. Moment. In dem kleinen Teich angeln? Nein, da ist echt sehen dran. Da kann man diese. Oh mein Gott. Da kann man vielleicht noch die Kinder dann. Da soll ich angeln? Nein. Da hinten? Ja. Da kann man. Probier mal bitte da diese Dinger zu nehmen. Was für Dinger? Ja, die. Ja, geht nicht. Okay. Probier zu angeln. Du hast auch, weil du immer sagst, weiter, 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 du warst jetzt auch wie geangelt wird? Ja, war ich sogar wieder. Ja gut. Muss ich jetzt linke oder rechts Maustaste drücken? Aber jetzt so schnell weitergeklickt, weil du es wolltest. Ganz klar. Ja, jetzt klicken. Oder auch nicht. Nein, nicht klicken. Zu spät. Nein, wenn der raushüpft. Ich zieh doch ran. Anziehen. Mach ich los, doch. Mach ich Beeilung. Doch. Ach, tada. Ein perfekter Fisch. Neuer Fisch. Ach. Man kann angeln. Jetzt. Soll ich jetzt schon Fisch grillen? Ich hab nur einen Fisch. Ja. Müsste ausreichen. Nein. Wo geht denn das Netz? Jetzt nicht. Kein Rezept. Also stimmt ja, du musst ja zum Koch. Genau. So. Dann aber jetzt wirklich einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.